Alles Lob gebührt Allah, dem Gnädigen, dem Allbarmherzigen. Und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen gibt, den man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, salawatu rabbi wa salamu alayhi, der Diener Allahs. Und letzter Gesandter Gottes. Unsere Brüder in Abrahme-Verein und Ehed-Verein haben eine Aktion oder werden eine Aktion starten für unsere notleidenden Brüder und Schwestern in Somalia. Und zwar, das ist ein Projekt, dass man die Schlachtopfer von Opferfest inshallah dort schächten und verteilen auf die notleidenden Brüder und Schwestern. Deshalb ist dies, was sie machen, eine sehr gute Möglichkeit, dass man Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt und dass man auch etwas für seine Brüder, für seine Schwestern tut. Deshalb bitte ich die Brüder und die Schwestern, die in der Lage sind, diesem Projekt zu helfen, dieses Projekt zu unterstützen, dass sie mitmachen. Und inshallah, die Brüder werden euch erzählen, wie sie das geplant haben und wie das praktisch sein wird. Aber ich sage, möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden, der unsere Brüder und Schwestern hilft, reichlich belohnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von ihm oder von ihr annehmen. Und religiös gesehen, es ist nicht verkehrt und nicht auch verboten, dass man Al-Udhiya, das wird das Schlachtopfer, woanders schickt, damit das auf die armen Leute verteilen kann. Natürlich besser ist, dass man in dem Land, wo man ist, schächtet und dass man, besser ist natürlich auch, dass man die Udhiya, das wird das Schlachtopfer, drei Teile macht, das wird ein Teil schenken oder verschenken, ein Teil für sich selber behalten und ein Teil spenden. Aber wenn wir sehen, dass unsere Brüder und Schwestern leiden, da kann man für sie was tun, indem man das Ganze für Allah subhanahu wa ta'ala spendet für diese Brüder und Schwestern, die unsere Hilfe in dieser Zeit brauchen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch für eure Hilfe reichlich belohnen. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.